Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist, glaube ich, im Namen. Warte mal, jetzt... Ach, jetzt geht die Quest los. Sprecht mit der Großmutter im Landhaus Rose in Greatwood. 5500 Gold und Bekanntheitsbelohnung. Und hier kriegen wir nochmal 500 Punkte dazu. Wenn wir den Bewohner der Höhle besiegen. So, die Dämonentür, die machen wir auch irgendwann mal auf, aber erstmal machen wir die Quest. James, bist du das? Oh, James ist mein Enkel. Ihr müsst ihn finden. Er ist mein letzter Verwandter. So ein hilfsbereiter Junge. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Ich wusste es. Er ist wieder in diese Höhlen gegangen. Ich weiß es einfach. Was er da sah, hat ihm letztes Mal allerdings einen gehörigen Schrecken eingejagt. Aber er brachte Gold mit zurück. Oh, und als er dort war, hat er noch was gefunden. Ich weiß nicht, wofür es ist. Es könnte aber nützlich sein. Hier. Mhm. Einen Sechseckschlüssel. Ein Sechseckschlüssel? Sucht ihn. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Und dann macht's einfach die Tür wieder zu. Okay. Gut, jetzt haben wir einen Sechseckschlüssel. Ich weiß noch nicht, für was das ist, aber wir können jetzt endlich in die Höhlen gehen. Und ich erinnere mich noch vage daran, dass, glaube ich, das eine richtig ätzende Quest war. Wahrscheinlich, weil es enger Raum ist und sehr viele Gegner. Aber wir können ja mal das Schild einsetzen. Also das Schutzschild. Das müssen wir aber auf jeden Fall ein bisschen aufwerten, dass das auch was aushält. Weil momentan seht ihr ja, wie schnell die Mana, das Mana runtergeht. So. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Hopphöhlen. Scheiß Gildenoper. Jedes Mal quatscht er mir ins Wort. So, da hinten sind rote. Hier sind mehrere Türen. Warte mal, da hinten ist einer. Schieß einfach mal hin. Okay, das ist platt. Der ist auch platt. Okay. Gut, das Problem ist, also man hat kein Problem, wenn man die schön von Weitem erledigen kann. Da, alles erledigt. Und noch die gesamte Erfahrung bekommen. Oh, was? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Hier, immer auf die Fresse, Mann. Das meine ich, das ist das Problem, Mann. Wir haben keine Rückendeckung richtig. Alter, warum sind hier so viele? Ah gut, das sind die Hopphöhlen, ich verstehe schon. Aber trotzdem ist das auch ein bisschen übertrieben. Ich bin hier gefangen. Ich komm doch gleich. So, jetzt haben wir das Schild aktiviert. Eure Willensenergie ist auf. Hat ja wunderbar geholfen. Ich glaube, wir müssen... Nein! Die halten so viel aus! Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf! So, und dennoch... So, wir müssen mehr ausweichen, Leute. Alter Schwede. Ich bin hier gefangen. So, wir gehen da jetzt mal rein, weil da ist jemand gefangen. Aber so, das ist doch nicht der Sohn. Oder der Enkel. Wie alt ist denn der Enkel? Nein. Hopp. So, das wird natürlich jetzt ätzend. Ich bin hier drüben. Na, ich helfe dir gleich. Bitte lass mich raus. Warte, geht gleich los. Oh. So, warte mal. Nein, ich hab doch gerollt. Ich war doch rollig. Alter, wie das nervt. Jetzt weiß ich wieder, warum ich diese Quest immer so vage in Erinnerung hatte. So, aber das geht eigentlich. Also wenn man die einzelnen Schwachen rausfischt. Das Problem ist nur, dass ich länger ziehen muss beim Schießen. So, jetzt sind die Kleinen kaputt. Jetzt kann ich mich um die Großen kümmern. Nein!
Du blöder, fetter, kleiner, hopp. So. Und auf die Mütze. Ja, ist doch, ich bin doch gleich dabei. Guck mal, ich bin doch schon, ich habe nur noch einen. So. Hey, holt mich hier raus. Hallo. So. Danke, Kumpel. War echt peinlich, von diesen Hobbs geschnappt zu werden. Tja. Die Jungs und ich haben in den Höhlen Schätze gesucht. Laut den Legenden sind sie voll davon. Und gut geschützt. Die haben uns gefangen und in Käfige gesteckt. Seitdem bringen sie einen nach dem anderen weg. Keine Ahnung, was sie mit dem Rest gemacht haben, aber ich habe grauenhafte Schreie gehört. Aber je weniger Leute, desto größer der Anteil, oder? Also suchen wir gemeinsam. Mit dem Räuber nach Schätzen suchen. Haben wir eigentlich gar keine Zeit dafür für sowas, aber... Naja, gut, wenn wir schon einmal hier sind, ich will hier nicht so oft rein und raus. Und ich glaube, es ist nicht mehr viel übrig gewesen von seinen Freunden. Man sieht jetzt die Kamera extra auf den Skeletten. Ja, wir machen... Geht's nicht schneller? In den Höhlen wimmelt es von Hopf. Ach, du sagst... Also, das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn du das so gerade so sagst. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal heilen. Jetzt haben wir einen Begleiter. Ich denke mal, zu zweit macht sich das leichter. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich meinen Kollegen hier töte. So. Das ist schön, es läuft. Er hat so als Tank und ich so als Bogenschütze. Das läuft. Was für ein Gestank. Ich würde kotzen, wenn ich was gegessen hätte. So, einmal noch heilen und wir können ihn mitheilen. Das ist schön. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Ja, ich passe schon auf. Warte mal, was haben wir hier? Noch eine Tür? Wir gehen jetzt hier Stück für Stück alles durch. Höhlenvorratsk. Also immer diese Abkürzungen für Fables sind seltsam. Hey, seht euch das an. Scheiße. So, der Bogen. Jetzt ist schon mal der Magier tot. Oh, ich helfe mal lieber meinen Kollegen hier. So, der ist auch platt. Nein! Oh nö! Oh nein! Na gut, dann müssen wir die Schätze jetzt ohne ihn suchen. Aber wir haben wenigstens eine Truhe, die wir öffnen können. Willenskrr, Meisterelixier. Warte mal, die Meisterelixierer, waren die nicht zur Erhöhung der Zauberkraft? Ich gucke mal. Oh, das war für die Erfahrung. Ich weiß es nicht. Weil wir noch so viele haben hier. Willensmeisterelixier. Verstärkt die Kräfte des Geheimnisvollen und erweitert damit eure Fähigkeit, Zauberenergie zu speichern. Ein äußerst wertvoller Fund für jeden Willenskraftanwender. Weil das hier sind ja die Zeitaltertrank. Die Zeitaltertränke sind ja, wo man Erfahrung dazu bekommt. Je höher der Kampfmultiplikator ist natürlich. Dann würde ich mal sagen, schmeißen wir uns die mal rein. Da, jetzt haben wir ein bisschen mehr gekriegt. Und trinken wir noch einen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr und da können wir auch das Schutzschild länger behalten. Das ist natürlich doof. Der war eigentlich ein ganz guter Verbündeter. So, hier geht's noch weiter nach unten. Noch weiter in die Höhlen. Ach, nur ein einziger Hopp. Und da kommt noch mehr von hinten. Hauptkammer. So. Das macht aber einen echt hässlichen Ton, diese Schutzschild. So, den Magier haben wir ausgeschaltet. Warte mal, können wir so kämpfen jetzt? Ah, das macht sich schon viel besser. Weil so können sie uns nicht mehr aus der Attacke bringen. So, hier, immer schön aufs Maul. So kann man nämlich auch besser kämpfen. Mit dem Schutzschild. Ich glaube, den müssen wir auf jeden Fall verbessern. Also da werden wir unsere Erfahrung mal reinsetzen. Zack. Also demnächst mal in Magie setzen.
So. Na komm, Dicker. Oh, das sieht, seht ihr, der Schlag hat hier ganz schön viel abgezogen. So. Und wir haben hier noch eine Schatztruhe. Ist aber ein ekelhafter Sound hier mit dem Schutzschild. 500 Gold, Flammenverstärkung. Vielleicht hauen wir sowas mal auf unsere Nahkampfwaffe. Dann können wir damit, denke ich mal, auch noch was reißen. Also ein bisschen mehr Schaden machen. Und nochmal 500 Gold. Und das müssen wir jetzt nicht an den komischen Banditen teilen. Aber ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte ihn lieber gebraucht. Ah, und hier ist ein sechseckiges Schloss. Und ich denke mal, hier brauchen wir den Schlüssel. Mondteller Tunnel. Ich habe fast Mondteller gelesen. Okay. Sieht sehr nach einer Falle aus hier unten. Okay, es kam nichts. Fokuskammer. Oh. Das ist der Junge. Hm, das könnte eine Falle sein. Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mitnehmen? Ich gebe es nicht her. Das Opfer muss weitergehen. Bringt einen anderen Menschen, dann kann er gehen. Einen anderen Menschen? Hey, holt mich hier raus! Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen die Heldentat. Wir hätten zum Beispiel jetzt jemanden anders opfern können. Zum Beispiel den Räuber hätte man opfern können. Oder wir müssen jemand anderes hier hinführen, aber den Aufwand mache ich ganz sicher nicht. Außerdem wüsste ich nicht, wen wir hier opfern könnten jetzt, auf die Schnelle. Den Räuber hätten wir opfern können. Opfern? Ein Silberschlüssel. Ich komme mich noch ein bisschen um, bevor wir jetzt hier was machen, aber ich glaube, ich werde die Nymphe einfach töten. Ich will nicht sterben. Na gut. Mal gucken. Hey, holt mich hier raus. Ich mache am besten mal hier Zeitlaupe. So. Hey, holt mich hier raus. So, das war's ja schon. So, jetzt hoffe ich nur, dass es mit dem Kind nicht genauso passiert wie mit den Räuber. Was war denn das? So. Also, ich hoffe, ich verkacke das nicht. Also mit Begleitungsmissionen, das ist absolut nicht meins. Geh weg, Junge. So, machen wir mal hier ein bisschen Schaschlik aus den Hops. Mama. Alter, es ist laut. Ah, ist auch ein bisschen doof irgendwie. Das Problem ist, das Schutzschild ist zwar gut, aber es bringt uns nichts, wenn der Junge kein Schutzschild hat. Na gut, wir haben noch genug Willenskrafttränke. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Ja, ich passe auf. Nein, hat mich doch erwischt, weil ich die Taste verwechselt habe. Wie viel kommen denn da noch? Was der Schaden gekriegt? Wir sind noch... Oh nein, jetzt läuft der Junge auch noch da oben. Na gut, jetzt kommen sie aber zu mir, das ist auch nicht schlecht. Ja, schön zu mir kommen. Nee, nee, du nicht. Aus der Schussbahn. Alter, da kommen ja immer noch welche. Es nimmt gar kein Ende. So. Komischen Magier. Alter. Ich glaube, diese Mission, ich bin froh, wenn ich so Umweg habe. Also. Na, endlich. So, jetzt heile ich erstmal den Jungen hier. Ach. Scheiße, wie sollen wir denn das schaffen?
Also wir sind gerade mal hier in diesem Gang und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in jeden Scheißraum Hops kommen. Warte mal, Willenskrafttrank F13. Gut. Haben wir wenigstens noch genug. Mondheller Tunnel. Es sei denn, wir rennen einfach durch. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Habt ihr das Ding gesehen? Ich dachte, es würde mich fressen. Wir versuchen uns einfach durchzuboxen. Müssen wir es einfach so machen. Aber gegen euch hatte das Ding keine Chance. Okay. Gut, da haben wir den... Kommt schon! Ich wollte eigentlich nie hier hin. Okay, wir haben es noch geschafft. Da sind gerade Gegner aufgetaucht. Wir müssen hier raus. Okay, hier ist nichts. Wieder ein Raum geschafft. Sehr gut. Hopphöhlen. Jetzt kommt der Hauptraum. Ihr habt mich zum letzten Mal rumkommandiert. Das höre ich euch. Ach, scheiße. Nein, hört auf, den Jungen anzugreifen. Alter! Ihr übertreibt es noch weiter mit dem Spiel, Lionhead. Alter, ich weiß ja auch nicht, wo ich noch hinschlagen soll. Ja, Opa, das hilft mir jetzt ungemein weiter. Alter, ein Gemetzel hier. Ich kann jetzt eigentlich nur zuschlagen, so oft wie es geht. Und versuchen, das Kind zu schützen mit meinem Leben. Und ein bisschen die Zeit zu verlangsamen. Hört auf damit! Ein Glück, dass sie nicht so viel Schaden macht. Ich kann hier nämlich nicht mit dem Bogen schießen. Ich hoffe, das geht euch nicht so sehr auf den Piss wie mir. Wir müssen auf jeden Fall die Zeitverlangsamung mal ein bisschen verbessern. Alter! Alter, ist fast tot! Okay, ich habe noch ein bisschen geheilt. Alter, ich hoffe, die Willenskräfte reichen so lange. Nein, du greifst hier nicht den Jungen an. Ich glaube, da hätten wir mehr auf Nahkampf trainieren sollen. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Alter Schwede, ey. Nein, 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 da geht schon wieder zum Jungen. Was, ihr habt doch zugeschlagen. Guckt euch mal an, wie viele da noch sind. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten kann. Oh, Alter! Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Opa, ich komme gleich zu dir. Oh, so. Jetzt erstmal ganz kurz einatmen. Es sind mir ganz viel was zu essen, aber keine Willenskrafttränke. Alter Schwede. So, jetzt, ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Denn sehe ich nämlich noch mehr rote Punkte und wer sagt, dass da nicht noch mehr spawnt? So. Okay. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. So, ich versuche es jetzt nochmal auf die Heimlichkeit. Das heißt, wir schießen nochmal von Weitem. Ich hoffe nur, dass da nicht so viele kommen. Ich glaube, da vorne ist es. Ja, ist gut. Oh.
So, da hinten sind noch mehr. Alter, das war... Das war jetzt echt übel. Ich mache auf jeden Fall eine längere Folge, wenn das jetzt zu viel Nervenaufwand war. Bitte? Ja, wartest du bitte, bis ich meinen Bogen gespannt habe? Mama. Danke. So. Also so geht's. Aber das war die Wellen, die da gekommen sind, das war ja unerhört. Gut. Warte mal, können wir nochmal heilen? Also ich glaube... Schaut! Man kann das Licht sehen! Also ich glaube... Ohne... Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Ohne Kratzer kann man das, glaube ich, nur schaffen. Schnell! Ich hab diese Höhlen... Ich auch. Ich glaube, das kann man nur ohne Kratzer schaffen, wenn man wirklich schon vorher getrainiert hat für sowas. Und ich finde, wir sind eigentlich schon ziemlich weit für unser Bereich. Oh, und ich dachte, ich komme nie wieder aus der Scheißhöhlen raus. Ich dachte eigentlich, erst die Farbe verkacken es, aber wir haben es geschafft. So, jetzt bloß nach Hause mit dir. Oh, nie wieder Hopphöhlen, nie wieder Hopphöhlen. Wartet, ihr werdet mich doch nicht bei ihr lassen, oder? Die Nymphe soll schlimm sein, meine Oma ist schlimmer. Was meint ihr wohl, wer mich überhaupt erst in diese Höhlen geschickt hat? Hm. Aber das mache ich nicht mehr mit. Bei der ersten Gelegenheit hau ich hier ab. Das auch so? Vorher muss ich aber noch ein paar Sachen holen. Und ihr wollt wohl eure Belohnung. Erzählt aber nicht, was ich gesagt habe. Los! Haben wir das jetzt umsonst gemacht, oder was? Der hat übrigens genauso blaue Augen wie wir. Wir haben es geschafft. Seht nach, ob meine Oma da ist. Ich guck mal kurz mich hier drinnen um. Lalala. Willenskrafttrank. Eine Heldenreise Reise 2. So. Oh, danke, dass ihr meinen Enkel zurückgebracht habt. Bitte, bitte. James, komm her und nimm deine Oma in den Arm. Quest abgeschlossen. Den Hauptkopf haben wir dafür bekommen. Na, so viel, wie wir getötet haben. Haben wir ganz schön viel Geld gemacht. Ziemliche Erfahrung. Und wir haben den extra Bekanntheitsbonus bekommen. Naja, gut. Bewohner der Höhle war ja klar. 20.000 Erfahrungspunkte, alter Schwede. Da können wir uns ganz schön ausrüsten. So. Hey, was ist los? Ich will, dass das sofort aufhört. Ich habe Aufgaben für dich. Warum läufst du denn weg? Oh, komm zurück! Tja, da ist doch einfach abgehauen. Hm, ihr seid aber groß und stark. Also, suchst du dir jetzt einen neuen Enkel oder was? Hallo? Ein etwas höherer Bekanntheitsgrad würde euch sicher gut tun. Du hast gerade deinen Enkel verloren. Aber gut, jeder hat seine Probleme, wa? Wir haben die Hopphöhlen geschafft. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Quests. Heldenstatus, Quests. Aktuelle Quests. Den Archäologen müssen wir noch suchen. Jagd nach versteckten Briefe, das ist für den Schatz. Die Büchersammlung können wir noch machen. Skomskapelle machen wir nicht. Und Hühnertritt ist eigentlich auch erledigt. Ja, dann haben wir nur noch die Hauptquest. Jetzt die Frage, kann ich jetzt speichern? Habe ich es jetzt geschafft? Ich glaube, jetzt können wir speichern. Denn ich würde jetzt sagen, ich mache hier einen kleinen Cut, liebe Leute. Und ich muss wirklich mal erstmal mal, ich muss mich wirklich ein bisschen erholen von dieser Strapazen hier. Und ich wollte sowieso mal gucken, ob die Aufnahme auch gut gelungen ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen kleinen Schnitt. Und beim nächsten Mal machen wir die Quest mit den Archäologen. Versprochen. Diesmal wirklich. Oh, guck mal, wir haben einen kleinen Schmetterling um uns herum. Oh, jetzt sind sie weg. Okay, bis dann. Tschüss.